Das meistgekaufte Sachbuch der letzten 10 Jahre ist im vergangenen Jahr rausgekommen. Deutschland schafft sich ab. Wer hat's gelesen? Auch wieder keiner. Keine Karten gekauft. Und keiner hat das Buch gelesen. Hallo? Ja, ich meine, ich wollte es auch mal sagen. Bisschen heißes Thema. Thilo ist ja einer von uns. Ne? Ja, der ist 1945 geboren, in Recklinghausen aufgewachsen. Thilo Sarrazin, und hat dort am Petrinum 1965 Abitur gemacht. 2004 musste er zu einer Gesichts-OP. Da ist Nerv attackiert worden. Ne? Und seitdem hat er so eine leichte Lähmung, zwischenzeitlich nicht immer, in der rechten Gesichtshälfte. Das hilft, wenn man das Buch liest. Wenn man das liest. Aber ich muss nur sagen, so, wenn man so hört, ne? Nicht schlecht, was er so geschrieben hat, oder? Ich meine so, dass man den Ausländern auch nochmal sagt, wo der Hammer hängt oder so. Was? Oder ich mag auch so diese deutschen Gefühle, so, finde ich, hat er nochmal gut. So, ich finde, wenn wir uns in Herden auch nochmal so als Deutsche so stark fühlen wollen, ist schon wichtig, dass da, wo Deutsch draufsteht, auch Deutsch drin ist. Ne? Und sei es nur beim Essen. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie zur 75-Jahr-Feier der Stadtwerdung unserer geliebten Heimatstadt Herten begrüßen zu dürfen. 75 Jahre Stadt Herten. Vom 20. April 1935 bis heute 75 Jahre Stadt Herten. Zum heutigen Festakt möchte ich Ihnen den offiziellen Restaurantführer für Herten vorstellen. Da hätten wir in der Innenstadt den Kaiserhof. Tradition und Gastlichkeit steht auf der Fassade, und dahinter, statt Bückeburger Schnitzel, gibt's Ente im Karton und Nazi-Gorin? Hört sich deutsch an, ist es aber nicht. Ja, und dann wird's in der Innenstadt auch nicht wirklich viel besser, wenn am Rande der Stadtbibliothek die Vereinten Nationen ihre Koch- und Eislöffel schwingen. Die Kalaminis. Schon in 5. Generation in Herten. Sie wissen immer noch nicht, auf welcher Seite sie stehen. Französisch, das Bistro. Italienisch, für Eis, Pasta und Pizza. Nur am Samstag, da darf der deutsche Schwippschwager dann mal Linsengemüse und Panhas kochen. Und in der Speisekarte steht dann wirklich Panhas mit SS am Ende. Das finde ich diskriminierend. Strafmildernd könnte man die enge Bindung zur St. Sebastianus-Gilde noch anführen. Die bekommen dort einmal im Jahr im Bistro beim Italiener Bratwurst, Kartoffeln und Sauerkraut mit weißen Bohnen. Das hört sich doch an wie unsere Nationalhymne, quasi auf den Teller gebracht. Eine Ruhmesallee der delikaten deutschen Küche gibt es in Herten doch gar nicht. Überall schleichen sich hier fremdländische Kulturen in unsere Sprache und Lokale ein. Wo gibt es sie denn noch? Die wahren Schätze
aus der deutschen Küche. Wo ist denn unser deutsches Leitfutter nach Sarrazin? Auf dem Esstisch doch wohl nicht? Keine Burschen und Mädchen sind mit Schweinebauchgrillfackeln auf den Plätzen zu sehen. Stattdessen Börek, Lamatschun und Döner. Diese Säbel mit Resten von Fleisch, mit Schaf und alles. Kehr nach dem Verzehr dieses Massakers im Teigfladen, weiß man, wieso es rituelle Waschungen gibt. Und im Gasthaus zum goldenen M? Meckes, McDonald's, hallo? Das einzig Deutsche an diesem Würgemahl nennt sich Hamburger. Und neuerdings vertreiben die da auch Apfeltaschen. Mann, diese Dinger sind von dem, was meine Oma gebacken hat, so weit weg wie die Türkei vom EU-Beitritt. Fast Food, fast Essen. Ich frage Sie, wo, ja wo sind denn unsere deutschen Gourmand-Kulturtempel? Zum listigen Sarrazin, zum gebackenen Reichsadler. Ja, und wie sieht's hinter der Grenze aus? Quasi alles besser? In Westerhold? Oder in der Ried? Nee, nee, selbst der Südfeld bietet da seine feine Cousine an. Scaloppa alla Milanese oder dreierlei Gnocchi an Hasentrüffelcarpaccio. Leute, ich will ein deutsches blondes Schnitzel mit fettigen Bratkartoffeln. Gusseisen, jetzt geht! Ich will keine Tranchen von der Sowieso oder eine Spezialität nach der Art einer Mettwurst. Herkeller! Ich will mal wieder die Sau schmecken, die da für mich ermordet wurde. Guten Appetit! Das war Martin Gruber. Ist ja ein starkes Thema, ne? Da habe ich noch einen für Sie. Und zwar aus den Fahrnachrichten der katholischen Kirchengemeinde St. Martinus Westerholt. Ich zitiere. Treffen der Junggebliebenen. Adolf Hitlers Buch Mein Kampf war die im Dritten Reich am meisten verbreitete Lektüre der NSDAP. War es auch das meistgelesene Buch der Deutschen? Der Kreis der Junggebliebenen will sich mit den wesentlichen Abschnitten und Gedanken dieses Buches, das nach 1945 von den Alliierten verboten wurde, auseinandersetzen. Besprochen und diskutiert werden unter anderem die Kapitel Volk und Rasse, parlamentarische Demokratie oder Führerprinzip und Gewinnung neuen Bodens im Osten. Wir treffen uns am Dienstag, 29.06.2010 um 9.30 Uhr im Pfarrzentrum. Gäste sind herzlich eingeladen. Wenn Westerholter nachdenken über die Gewinnung neuen Bodens im Osten. Und man guckt auf den Stadtplan. Dann ist das Scherlebeck und Langbogen. Und jetzt verstehe ich auch, was die Westerholter unter Fusion verstehen.